Schürze. Schlecht gekämpft, aber gut gestorben. Aus, habe ich gesagt. Das ist mein Junge. Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwäche. Mutter, vergib mir. Elementarexplosion! Achtung! Sauber! Dafür gibt es heute Abend ein extra Leckerli. Wow! Warne mich das nächste Mal vor! Nicht der Rede wert.
Plan. Ich fühle mich schon viel sicherer. Ist dies meine letzte Hauptpflicht? Eine Katze hätte das im Leben nicht geschafft. Meine Fangzähne nicht scharf genug. Unheilvolle Kraft. Noch kann ich ruhen. Die Worte sind gesprochen und das Siegel ist gebrochen. Du kannst den Opfertempel betreten. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir die Opfer sind? Oh, Schluss damit. Kassara ist cool, okay? Ha! Sie trägt viel zu dick auf. Man kann die Handlung schon aus einem Kilometer Abstand sehen. Du nicht? Sogar nach dem Ertrinken führten meine Schwestern weiterhin gottlose Rituale aus. Ich habe ihre Riten beobachtet und kenne sie gut. Wir müssen ein Feuer entzünden. Wieso ist hier eine Feuerstelle in einem Unterwassertempel? Na, weil... Überraschungsangriff! Du sollst nicht richten, Glatthaus! Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Wie Regen, nur Spitzer. Noch kannst du weglaufen. Kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Komm näher! Okay, es gibt einen Grund für das Feuer. Dies ist kein gewöhnliches Feuer. Wir brauchen eine magische Feuermakrele. Einen feurigen Fisch, dessen Flammen auch unter Wasser brennen. Okay, aber alle Fische sind gestorben, als wir den Ozean gesprengt haben. Na schön, ihr findet eine in einer Truhe direkt vor euch. Ziemlich toter Fisch. Kann er trotzdem ein Feuer entzünden? Wow, Valentine, ich wusste gar nicht, dass wir einen Fischprofi unter uns haben. Es ist ein magischer Fisch und er trägt noch kiloweise magisches Feuer in sich, okay? Perfekt. Beenden wir nun die Opfergabe. Claro. Wie viel Blut wird dafür benötigt?
Der Fisch selbst ist das Opfer. Oh! Oh. Okay. Der Tempel hat das Opfer akzeptiert. Folge dem Licht. Es führt dich zum letzten Schritt des Wegs hindurch. Seht ihr? Sie wollte euch nie opfern. Sie ist cool. Weiß nicht. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haare. Entschuldigung, wie war das? Haube. Ich meinte Haube. Und das ist sicher das Wort, das du verwenden wolltest? Wolltest du sicher nicht das andere Haber sagen? Wir haben immer noch Zeit für eine spontane Selbstentzündung. Nein, das war eine ganz normale Redewendung, wie sie jeder kennt. Unter die Haube gehen. Ganz normal. Mhm. Ja. Das ist dein Ende. Tief einatmen. Selbst schuld, weil du es versucht hast. Gut gemacht, mein Schatz. Die drei Schwestern, bringen Sie dazu, mit Ihrem berauschenden Sirenengesang aufzuhören. Sie haben meine Männer in Ihr verdorbenes Nest gelockt und in diesen Untergang des Willigen Mordes. Ich hätte sie selbst gerettet. Aber ich sitze hier fest, seit die ganze verdammte Summe explodiert ist und dieses Treibgut auf mich geworfen hat. Oder Strandgut, wie dem auch sei. Bitte, erlöse meine Männer von der verhexten Misere und mach diesen verdorbenen Hexen ein Ende. Bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Ist ja toll, wie sehr du dich in die Rolle des dummen Helden reinsteigerst. Aber dir ist schon klar, dass du schnurstracks in ihre Falle tappst, oder? Das ist billigste Machart. Sogar die anderen Idioten am Tisch durchschauen es.
Fallen zu deinen Knie, damit das Abenteuer weitergeht. Wir brauchen ein anderes Beutesystem. Das kostet mich ein Vermögen. Ein bisschen abgenutzt, aber gut genug für die Wache. Empfiehl mich weiter. Düngst du wieder die Felder? Wie hat sie es vor uns hierher geschafft? Überaus verdächtig. Leute, bitte, ihr werdet sie wirklich mögen, wenn ihr länger mit ihr quatscht. Ich fürchte, ich war bisher nicht ganz ehrlich zu dir. Aha, ich wusste es. Ein letztes Opfer muss noch gebracht werden. Es ist soweit. Und ich bringe es gerne. Ich werde dich begleiten. Was? Als meine Schwestern auf die Versuchung Drills hereinfielen, gab ich mir die Schuld. Ich schwor, wegen meiner Sünden einsam zu bleiben. Aber du hast mir gezeigt, dass man Schweres nur an der Seite von Freunden durchstehen kann. Ich werde mich deiner Gruppe anschließen und bei der Mission helfen. Nein, was? Nein! Da stimmt doch was nicht! Sie lügt! Die verrückten Schwestern der Priesterin greifen an, von ihren schändlichen Zaubern angezogen. Schwestern, ich trotze euch heute ebenso wie damals. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Mehr Fleisch für den Mund. Eruptor! Das wird niemals langweilig. Die meine letzte Haut. Beim nächsten Mal mit Vorwarnung. Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Nicht scharf genug. Ich danke dir. Du hast mir Hoffnung gegeben. Ich werde dich entlohnen. Mit Freundschaft. Ja, das kaufe ich dir nicht ab. Nein, Mann! Sie meint es ernst! Darf ich dich umarmen? Ich sehne mich nach der Wärme eines anderen auf meiner Haut. Oh. Sie hat das H-Wort gesagt. Nein, 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 hat sie nicht. Sie hat es sowas von gesagt. Und du sagtest? Ich weiß, was ich gesagt habe. Oh, das ist schön. Spontane Selbstentzündung. Ich habe die Sonne nie mehr gesehen. Bitte, seid jetzt zufrieden? Ich. Lasst uns einfach mit dem bösen Gott der Tiefe sprechen, sollen wir? Wird sicher lustig. Du hast dein Bestes gegeben, Schicksalsbringer, aber du
kannst nicht alle retten. Nicht mit einem Bunkermaster wie ihr. Du hättest sie doch nicht gleich töten müssen. Doch, musste ich. Ihr wolltet es so. Jetzt kann ich die ganze Geschichte vergessen, die ich für sie parat hatte. Sie hatte eine schwierige Kindheit und sehnte sich nach Freundschaft. Eine tolle Erlösungsgeschichte. Alles für die Tonne. Ich weiß nicht. Ich dachte, du bereitest einfach einen coolen Kampf vor.